Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schön, dass Sie dabei sind. Ich freue mich und ich freue mich auf meinen heutigen Gast, die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft und stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner. Hallo, guten Abend. Vielen Dank für den Besuch. Gerne. Kleine Warnung vorab, es mag thematisch heute hin und wieder ungemütlich werden. Dafür machen wir auch noch gemeinsam Sport und einen kulinarischen Genuss gibt es auch noch. Seien Sie also gespannt. Bin dabei. Ich weiß ja, Sie Christdemokratinnen und Christdemokraten sind alle gedanklich gerade noch in Sachsen-Anhalt, quasi dem Jungbrunnen der CDU, dem Ort der Wiedergeburt des Spitzenkandidaten Armin Laschet. Und ich will mit Ihnen heute überhaupt nicht über Sachsen-Anhalt reden, sondern zu Beginn über Südthüringen, wo Ihr Parteifreund Hans-Georg Maaßen sich um ein Bundestagsmandat bewirbt. Und die Frage an Sie, fühlen Sie sich eigentlich wohl in der Parteigesellschaft von einem rechten Populisten? Also ich würde ihn jetzt nicht als Parteifreund bezeichnen, er ist Parteimitglied. Wir sind eine Volkspartei, die ist sehr breit aufgestellt. Aber das Gesicht unserer CDU hat nicht mehrheitlich das Gesicht von Herrn Maaßen. Und insofern muss man auch, sagen wir, eine gewisse Bandbreite ertragen. Ich teile nicht. Ist das für Sie noch erträglich, seine Position? Ja, also ich weiß ja, worauf Sie hinaus wollen. Ja, das ich ist weiß mir, es ist nicht. Mir, ist ich mir wollte schon, Sie nur fragen. Das ist mir schon klar. Also er steht für einen sehr konservativen Part bei uns in der CDU, einen sehr konservativen Flügel in der CDU. Die CDU hat verschiedene Flügel. Ich selber sehe mich eher in der Mitte. Und insofern gehört es zu einer Volkspartei, auch das zu ertragen und auch zu kritisieren, wo ich meine, dass er über die Stränge schlägt. Und aber es gehört auch dazu zu respektieren, dass ein Verband, dass ein Kreisverband ihn nominiert hat nach demokratischen Prinzipien. Drücken Sie ihm denn auch die Daumen für den Wahlkreis in Thüringen Süd, in Südthüringen? Oder wären Sie froh, wenn einer seiner Konkurrenten dort am Ende die Nase vorn hat? Also ich glaube jetzt nicht, dass es im Sinne der CDU ist, dass die AfD ein Direktmandat gewinnt. Nein, aber der SPD-Kandidat zum Beispiel, ein früherer Olympiasieger, Frank Ulrich. Ich kenne ihn nicht. Würden Sie dem die Daumen drücken? Oder hoffen Sie, dass Hans-Georg Maaßen gewinnt? Nein, das entscheidet. Also mein Hoffen oder Nicht-Hoffen hat überhaupt keine Auswirkung auf die Urnen oder die Stimmen, die abgegeben werden. Also insofern ist das spekulativ, ob das was bringt oder nicht was bringt, natürlich nicht. Also und nochmal, wenn es ihm gelingt, ein Direktmandat der AfD zu verhindern oder der AfD Stimmen abzunehmen, weil es ist ja nicht jeder, der die AfD wählt, automatisch rechtsradikal. Also dann in diesem Wahlkreis ist nach jüngsten Umfragen die AfD gar keine große Gefahr. Da geht es eher darum, aber ob der Thüringen, Kandidat aber der es hat SPD schon was mit Thüringen zu tun. Also er ist ja in der Partei, in der CDU Thüringens. Und in Deutschland spielt, das haben wir ja jetzt auch, Sachsen-Anhalt muss ich jetzt mal erwähnen, haben wir ja gesehen, dass in Deutschland, in den Bundesländern, wir ja kein homogenes Bild auch haben. Wo die Grünen eine Rolle spielen, ist mehr bei uns in den westlichen Bundesländern. Die AfD spielt wiederum im Osten, auch in Thüringen, eine Rolle. Und insofern sind wir leider auch hier im Wettbewerb, um Menschen davon abzuhalten, radikal zu wählen. Hans-Georg Maaßen hatte ja schon zu seiner Zeit als Präsident des Bundesnachrichtendienstes, Bundesamtes für Verfassungsschutz, so einen leichten Hang zu Verschwörungstheorien. Jetzt schauen wir uns mal an, was er am Wochenende getwittert hat. Da ging es um Annalena Baerbock. Annalena Charlotte Alma Baerbock, ACAB, gleich All Cops are Bastards. Zufall oder Chiffre? Also wenn jetzt jemand aus Ihrer Partei, der in den Bundestag möchte, einen solchen Humbug postet und ja, damit Verschwörungstheorien nähert. Was sagen Sie dazu? Naja, ganz so klug ist es nicht. Ich wäre nicht auf diese Idee gekommen. Aber ich habe beim Spiegel auch schon manchen Humbug gesehen, der gepostet wurde, gell, wenn man von Schrottmasken redet und anderes. Also es ist nicht strafrechtlich relevant, Humbug zu posten, aber auch nicht klug, um es kurz zu sagen. Mhm. Darüber, aber über auch ganz andere Anfeindungen, meinte Ihre Grünen-Kollegin Katrin Göring-Eckert am Wochenende, auf die einzige Frau im Rennen, Annalena Baerbock, werde draufgehauen. Viele Vorwürfe seien weit unter der Gürtellinie. Entmutige auch andere Frauen, überhaupt in die Politik gehen zu wollen. Teilen Sie das? Werden Frauen in der Politik
anders, schlechter, unfairer behandelt? Also das sind jetzt Krokodilstränen von der Frau Göring-Eckardt. Sie halten sich ja bei anderen Frauen, anderer Parteien null zurück. Also da spielt das Geschlecht keine Rolle. Und deshalb meine ich, wenn man in der Politik ist oder in die Politik geht oder sich um ein Amt bewirbt, dann muss man gemessen werden an dem, wofür man steht inhaltlich. Und dass das nicht so hochintelligent ist, jeden Tag seinen Lebenslauf neu zu erfinden, ist natürlich zumindest eine Angriffsfläche. Also ich will mir nicht vorstellen, zu Recht, wenn ein Herr Maaßen oder jemand anderes seinen Lebenslauf so oft irgendwie individualisiert hätte wie Frau Baerbock, da wäre was los im Land. Also insofern, dass jetzt Frau Göring-Eckardt sagt, jetzt die frauenfeindliche Karte zieht, das ist ein Ablenkmanöver. Zu ihrer grundsätzlichen Frage, werden Frauen anders behandelt? Ist eine gute Frage, die wir sehr differenziert angehen müssen. Ich wurde anders behandelt, als ich junge Abgeordnete war, kandidiert habe für den Bundestag, als heute, wo ich älter bin und Bundesministerin bin. Da wird gar kein Unterschied gemacht, ob ich Frau bin oder nicht. Mir fällt sehr häufig auf, auch bei Journalisten, die glauben, wenn sie ein Porträt schreiben, man muss immer von der Weinkönigin schreiben. Das war ich mal vor 25 Jahren. Da könnte man sagen, ist vielleicht ein Frauenbild oder Stereotypen sind es. Aber ich kenne auch viele Männer, mit denen schlecht umgegangen wird in der Politik. Was waren die Erfahrungen aus der früheren Zeit Ihrer Karriere, die Sie umgetrieben gestört haben? Naja, das war so, als ich war unter 30, kam in den Deutschen Bundestag 2002. Und wenn ich einen Antrag geschrieben hatte, da wurde eher mal locker irgendein Macho-Spruch gemacht, wurde eher mal über den neuen Blazer oder irgendwie das neue Kleid kommentiert, als bis ich dann sagte, können wir mal kurz über meinen Antrag sprechen, wofür ich hier bin. Im Übrigen ist das nicht parteipolitisch spezifisch, das finden Sie überall. Aber die Sensibilität ist eine andere geworden. Aber wir merken auch, manche junge Männer haben aber auch mit einigem zu kämpfen, also da hat sich ein bisschen was verschoben, glaube ich. Können Sie sich eigentlich eine Koalition unter einer grünen Kanzlerkandidatin und dann Kanzlerin vorstellen für die CDU? Ich will mir das überhaupt nicht vorstellen. Und ich würde uns auch nicht dazu raten, als Juniorpartner in eine Koalition mit den Grünen zu gehen. Und ich sehe uns da auch überhaupt nicht. Und die Vorzeichen sehen auch nicht so danach aus. Das wird nicht kommen. Das entscheidet der Wähler, wer jetzt vorne steht und Kanzler wird. Wenn die Grünen am Ende haarscharf vor der Union Ja, wählen. Also ich würde uns nicht dazu raten und ich sehe die Grünen auch nicht kurz haarscharf davor. Denn jetzt kommen wir ja langsam zu den Inhalten und zu den Themen, auch in diesem Wahlkampf. Und da sehen wir, dass einmal auch Inszenierungen, dass dieses lediglich zu sagen, wir haben eine Frau, die jetzt kandidiert, die jung ist, die kandidiert, die anders ist, das trägt mal ein Momentum. Aber das trägt nicht dauerhaft, wenn es um Inhalte geht. Und vielleicht schafft es die Union ja sogar noch vor der Wahl, ein Wahlprogramm vorzulegen. Davon können Sie fest ausgehen, wie im Übrigen in den vergangenen Wahlen ja auch. Ich weiß, Sie waren immer sehr spät und es stand immer möglichst wenig drin. Und das finde ich jetzt nicht polarisiert mehreren, wurde im Wahlkampf. Das war doch so immer sagen. Das Mantra von Ja, ist goldig, Angela was Merkel. Sie jetzt versuchen, lieber Feldenkirchen. Was denn? Da muss ich jetzt aber echt ein bisschen schmunzeln, wenn ich sehe, was wir Wahlkämpfe geführt haben und ich bin ja seit 2002 in der Politik. Also da eignen sich, wir haben schon klare Kante dazu, wenn es um Steuererhöhungen geht oder nicht geht. Also wenn ein Wahlkampf geführt wird, auch um das Thema Mindestlohn oder nicht Mindestlohn. Wir haben da klare Haltung. Es ging auch um das Thema Rente. Es geht um den Industriestandort Deutschland. Auch darum wird es gehen. Wir werden da schon eine sehr klare Haltung haben. Und wer will, kann das nutzen für ein Verhetzungspotenzial. Aber wer nicht in eine Debatte kommt mit seinem Wahlprogramm, der hat auch nicht eine Haltung gezeigt. Und ich freue mich eigentlich auch auf den inhaltlichen Streit mit anderen. Um die Debatte muss es gehen. Ich bin sehr gespannt. Und wir reden jetzt über Ihr Fachgebiet, die Landwirtschaft, gerade auch Ihr Lieblingsthema, Ihr Kernanliegen. Lassen Sie uns mal über das Tierwohl reden. Und Ihnen ist das sehr, sehr wichtig. Es gibt viel Kritik, dass da noch einiges im Argen liegt. Und wir gehen das mal Tier für Tier durch. Wir fangen mal hier an mit dem schönen Küken. Sieht goldig aus. 40 Millionen im Jahr. 45 Millionen. 45 Millionen. Männliche Küken werden nicht geschreddert, sondern werden vergast. Und das halte ich für geschreddert. Das halte ich wirklich für ethisch nicht akzeptabel und aus wirtschaftlichen Gründen. Und deshalb sind wir die Ersten, wirklich weltweit die Ersten, mit meinem Gesetz, die in Deutschland das Kükentöten verbieten.
Und das Gesetz, mein Gesetz, ist durchs Kabinett, durch den Bundestag und durch den Bundesrat gegangen. Und es werden andere Länder Europas nachziehen. Und das ist gut. Zur Stunde wird immer noch getötet, zum Teil auch geschreddert. Viele werden vergast. Es ist nicht ganz nachvollziehbar, weil die Empörung darüber, dass das seit Jahrzehnten Praxis war, die gibt es lange. Es hätte Möglichkeiten gegeben, das früher zu stoppen. Warum erst im Jahr? Lieber Herr Feldenkirchen, ich bin jetzt mit 80. Um das mal anschaulich zu machen, das hier passiert dann tatsächlich mit den... Schreddern Sie ihr es auch oder haben Sie da... Ich bin jetzt, Sie haben ja eine Frage gestellt. Richtig. Ich bin ja nicht 80 und kann jetzt sagen, seit Jahrzehnten hat es Aufregung gegeben, deshalb macht die Klöckner das nicht, sondern ich habe jetzt ein rechtssicheres Gesetz vorgelegt. Es hat ja einen Grund, warum es weltweit kein Land gibt, das bisher ein Gesetz, ein Verbot, ein gesetzliches Verbot erlassen hat. Auch nicht Skandinavien zum Beispiel, wo das Tierwohl auch eine große Rolle spielt. Und deshalb glaube ich, ist das... ein Durchbruch, aber auch ein Vorbild für andere Länder. Und ich bin seit 2018 in diesem Amt. Und wir haben das so vorbereitet, dass auch die Klagen, die angekündigt sind von den Brütereien, dass diese rechtssicher sind. Und wie kann das rechtssicher sein? Sie sind ja heute interessiert auch an der Wissensvermehrung. Ja. Denn wie kann das rechtssicher sein, lieber Herr Feldenkirchen? Wenn Sie keine Alternativen haben für die Brütereien, dann kommt das einem Berufsverbot gleich und dann wäre ich mit meinem Gesetz gescheitert bei einer Klage. Und deshalb haben wir die Alternativen geschaffen mit der Forschung, mit Millionen von Geldern des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Die Frage ist, warum war es nicht doch noch ambitionierter? Im Koalitionsvertrag wurde zum Beispiel vereinbart, dass der Stopp Mitte der Legislaturperiode einsetzen soll. Jetzt wird es sogar erst Ende von der jetzt laufenden Legislaturperiode. Ja, ich meine, das ist so eine Frage, wie wenn ich Sie frage, warum hat denn der Spiegel nicht noch mehr Abonnenten? Ja, Sie können noch so viel dran ziehen, Sie kriegen es nur nicht hin. Ich kann die Wissenschaft, also Wissenschaft ist Wissenschaft, indem sie frei forschen kann und nicht die Politik, die die Ziele vorgibt. Sie gibt das Ziel vor, dahingehend, wo man hin will. Aber wir können nicht die Ergebnisse vorgeben, wann man soweit ist. Wir haben nämlich Techniken entwickeln lassen und da müssen Sie auf die Wissenschaft warten. Wenn ich das könnte, was wir in Auftrag gegeben haben, hätte ich wahrscheinlich einen anderen Job. Also hat die Wissenschaft dran gearbeitet und den Durchbruch geschafft für Deutschland und deshalb wird es auch ein Exportschlager werden, dass im Ei nach wenigen Tagen das Geschlecht erkannt werden kann und diese Eier nicht ausgebrütet werden. Wir fördern schon seit langem, schon seit längerer Zeit, die Bruderhahn-Initiative, also auch die Aufzucht männlicher Küken und nicht, dass sie getötet werden. Also Sie müssen drei Komponenten zusammennehmen. Ein Gesetz, das Sie machen, ein Verbot, muss rechtssicher sein. Wann ist es rechtssicher? Wenn es keinem Berufsverbot gleichkommt. Wann kommt es keinem Berufsverbot gleich? Wenn ich Alternativen habe. Und die Alternativen sind jetzt markt- und serienreif. Da zweifeln noch einige dran, aber ich habe dieses Gesetz gemacht. Wir sind führend und das ist ein Riesenschritt im Tierwohl, gerade was diesen Bereich angeht, da haben viele dran gezweifelt. Das heißt, das hier sehen wir, was wir hier mit unserem Büroschredderer vorführen, ab nächstem Jahr versprochen. In Deutschland. Nicht mehr. In Deutschland. Und deshalb, da bin ich ganz dankbar, da müssen ja andere mitziehen, Herr Feldenkirchen. Erstmal der Verbraucher und die Verbraucherin. Mhm. Das heißt, sie können mit ihrem Einkauf genau das unterstützen, was wir hier machen. Denn wir haben ja nichts davon, wenn die Eier billiger importiert werden aus dem Ausland, dort, wo man sich überhaupt keine Gedanken macht, das Kükentöten zu beenden. Gibt man es denn dann wieder an den Verbraucher ab? Nee, wir machen das, Sie können es ja europarechtlich nur dann regeln, wenn Sie einen Rechtsrahmen haben, dass es in ganz Europa verboten ist. Wir sind diejenigen, die es anstoßen. Mhm. Ich habe auch eine Initiative gestartet, das verarbeitetes Ei, also nicht nur das Ei, das unverarbeitet ist, die Haltungsform, dass man die erkennen kann, sondern auch bei verarbeitetem Ei. Aber, und das ist das Gute, der Handel hat uns zugesagt, also die Supermärkte, der Lebensmitteleinzelhandel, dass sie, wenn dieses Gesetz gilt, dann nur noch Eier aus Brütereien verkaufen, die kein Kükentöten anwenden. Wie wäre es denn, wenn man diese quasi vor dem Schlüpfen Untersuchungen, ob es ein männliches Küken ist oder nicht, wenn man darauf ganz verzichtet und rein darauf setzt, auch männliche Küken aufzuziehen? Absolut. Ich weiß, die legen keine Eier. Die legen keine Eier, da haben Sie recht. Und sie setzen weniger Fleisch an. Und da bin ich halt aber auch für einen Verbraucher. Ist die ethisch klare Absolut. Ist, auch wenn wir keine Kinder abtreiben, ist auch ethisch klarer. Also ich meine, müssen wir jetzt nur noch mal dran denken. Also hier geht es ja darum, ich hatte eine Diskussion mit Leuten gehabt, naja, die sagten, der Embryo, wir setzen uns ein für das Küken, dass es leben kann, dass wir den Embryo nicht abtöten. Und wenn wir diese ethische Debatte führen,
Diagnostiken. Aber bleiben wir weg, bleiben wir bei den Tieren. Und da müssen wir sehen, es gibt die, die männlichen Küken, setzen also aus diesen Linien, setzen weniger Fleisch an. Einige kaufen das, aber die allermeisten Verbraucher kaufen es nicht. Und ich kann es den Verbrauchern ja nicht aufzwingen, weil ich darf ja eines nicht verbieten, solange es den EU-Rechtsrahmen nicht gibt, darf ich nicht verbieten, dass anderes Fleisch nicht importiert wird. Wenn wir einen geschlossenen Markt hätten, dann würde man sagen, es gibt nur dieses Fleisch. Aber nochmal, das Abtreiben von Kindern aus sozialen Notsituationen zum Beispiel, ist ja nicht damit vergleichbar. Das habe ich auch nicht gesagt, aber Sie haben ja was anderes gefragt, induziert. Sie haben ja was gleichzeitig, ist es nicht ethisch besser, erst kein Leben, wenn ich so sage, kein Leben abzutöten? Und diese Frage muss man sich grundsätzlich stellen. Und dann sind wir schon bei auf der Metaebene und ich finde, diese Frage muss man sich schon stellen. Das ist ja auch eine Zielkonfliktabwägung, genau das ist es. Reden wir über Schweine. Es gibt, auch das hätte schneller kommen können, jetzt zumindest die Pflicht zur Betäubung vor einer Kastration von Ferkeln. Jetzt gibt es Veterinärmedizinerinnen und Mediziner, die vehement beklagen, dass der Bauer quasi nach einer Art Crashkurs diese Betäubung selbst machen kann, bevor dann ja, die Kastration stattfindet. Warum haben Sie auf diese Kritik, die sehr vehement war, nicht reagiert? Das ist ja jetzt nicht quantifizierbar, was Sie gerade sagen. Ich hatte eine Anhörung mit Veterinären. Also jetzt suggerieren Sie etwas, als hätte ganz Deutschland, hätten alle Veterinäre aufgeschrien. Im Gegenteil. Ist das sinnvoll, was die Veterinärinnen und Veterinäre dort sagen, kritisiert? Es sind ja nicht die Veterinärinnen und Veterinäre. Wir haben ja mit ganz vielen zu tun. Und wir haben überhaupt nicht genügend Veterinärinnen und Veterinäre, dass sie überhaupt das vornehmen könnten. Das heißt, auch die Verbände haben uns gesagt, es ist unrealistisch. Aber halten wir doch mal, gehen wir einen Schritt vor, Herr Feldenkirchen, damit wir auch die Erfolge für den Tierschutz auch mal festhalten. Der Erfolg ist, dass wir in Deutschland das strengste Gesetz haben, die strengste Anwendung bei der Kastration von Ferkelchen. Warum? In Dänemark zum Beispiel gilt lediglich Schmerzlindern. Wir haben in Deutschland das strengste Gesetz, Schmerzausschaltung. Das ist eine Herausforderung für unsere Landwirte, aber wir haben das im Gesetz, weil wir sagen, wenn kastriert wird, und das muss ja nicht sein, wir haben die Jungebermast und wir haben aber auch die Impfung. Also eine Suppression ist das. Warum wird überhaupt werden Ferkel kastriert? Weil Ebergeruch und Ebergeschmack sich entwickelt im Fleisch. Und das was mag nicht, der Kunde nicht. Was der Kunde nicht so mag. So, und es gibt Versuche, Jungebermast es hinzubekommen oder mit einer Impfung, dass sich eben das Hormon nicht ausbildet. Oder als Alternative noch die Vollnarkose. Unter welchen Bedingungen viele Schweine in Deutschland bis heute zum Teil noch nun ja leben müssen, das zeigen Bilder, die wir Ihnen gleich einspielen werden. Sie kennen das sicherlich auch. Sie wurden hier von Tierrechtsaktivisten Anfang Juni letzten Jahres in einem Großbetrieb in Vorpommern gedreht und im Spiegel von Animal Rights Watch zur Verfügung gestellt. Es sind schwer erträgliche Bilder, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das nur als Warnung vorab. Das sei nicht erlaubt, haben Sie gerade. Ja, also wir haben Bilder hier gesehen. Es ist kaum zu ertragen, muss man klar sagen, Herr Feldenkirchen. Und hier haben wir Bilder gesehen, die sind tierrechtswidrig. Wie zum Beispiel Ferkelchen, das haben wir gesehen, wie sie verletzt sind, wie sie dahin vegetieren. Das muss ich ganz klar sagen. Und diesen Kassenstand, man muss dazu sagen, wenn Ferkel gesäugt werden, werden die Muttersauen fixiert einige Tage, damit sie auch die Ferkel nicht erdrücken. Aber was wir hier auch gesehen haben, dass jeder Experte sagt Ihnen, da ist ein Tierhalter, geht nicht ordentlich mit seinen Ferkeln um. Und der Kassenstand wird verboten. Das heißt, wir haben jetzt die Übergangszeit des Umbauens und wir werden das Land sein, das das verbieten wird.
Und deshalb habe ich jetzt auch ein Stallumbauprogramm aufgelegt, 300 Millionen Euro, dass solche Ställe, eben, dass es die nicht mehr gibt, sondern dass sie umgebaut werden und dass wir mehr Platz haben. Sie sagen, es wird verboten. In 8 Jahren wird das der Fall sein. Manche sagen, nur auf Druck der Bundesländer ist es überhaupt so weit gekommen und dass Sie selber eigentlich längere Übergangsfristen haben wollten. Warum? Ich hab Druck umgekehrt auf die Bundesländer gemacht beim Abferkelbereich, dass die Abferkelbereiche mit geregelt werden. Es gibt ein Gerichtsurteil gegen die Kastenstandhaltung, was die Größe anbelangt. Und das muss umgesetzt werden. Und ich habe gesagt, wenn das umgesetzt wird, regeln wir auch den Abferkelbereich. Das haben wir mit reingenommen. Und ich habe dann den Bundesländern, es gab einige Bundesländer, die haben sich beschwert aufgrund ihrer Sauenhaltung, die sagen, wenn wir das jetzt regeln und den Kastenstand verbieten, dann werden wir unsere Schweinehalter in Deutschland verlieren. Und diese Praxis gibt es in anderen Ländern und wir werden das Fleisch importieren. Und wir wollen die Tierwohlfragen in Deutschland lösen. Und deshalb gibt es die Übergangszeit, aber wir machen den Anreiz. Und da konnte ich die Grünen auch für gewinnen, dass sie mitmachen, dass die, die aber nicht 8 Jahre warten, sondern in 2 Jahren das machen. Wir haben 300 Millionen Euro für den Umbau. Ich finde, Sie haben da sehr viel Verständnis und klar, Sie steigen aus, aber warum 8 Jahre? Weil die Bilder, die Sie gesagt haben, das stimmt, es soll auch so im Kastenstand nicht stattfinden, so etwas Furchtbares, was wir da gesehen haben, aber er begünstigt natürlich dann auch solche. Also Sie haben überall schwarze Schafe. Und auch was wir erlebt haben, jüngst jetzt 150 Kühe. Also solche Höfe werden jeden Tag von Tierschützerinnen und Tierschützern gefunden. Wir haben überall schwarze Schafe. Und eines will ich auch sagen, ist genauso wie bei Journalisten. Wenn ich in Journalist Relotius oder sonst wen habe, sage ich ja nicht, alle Journalisten sind schlecht und faken hier. Das ist mir schon ganz wichtig. Herr Feldenkirch. Das ist kein Einzelfall. Nein, nochmal. Ich will eines klar machen, wir haben ganz viele Tierhalter in Deutschland und ganz viele Tierhalter gehen ordentlich mit ihren Tieren um. Und das will ich wirklich festhalten, genauso wie es ordentliche Journalisten gibt. Aber das Problem ist, wir haben immer wieder Menschen und es gibt so wenig Tierschutzkontrollen. Wir haben immer wieder Menschen, zum Beispiel, ich glaube in Bayern ist es jetzt, oder Baden-Württemberg, Bayern ist es gewesen, wo 150 Tiere dahin vegetiert sind. Und ich frage mich, wie kann das sein, dass keine Behörde vor Ort das mitbekommen hat. Und deshalb habe ich eines eingeführt jetzt, und das ist neu, das hat kein anderes Land, dass wir jetzt bei den Tierkörperbeseitigungen, dort bei den Kadavern von Tieren, dass wir jetzt kontrollieren, das hat so vorher noch nicht gegeben, damit wir auch bei toten Tieren rausfinden können, gibt es Knochenbrüche, die müssen gekennzeichnet sein, dass man den Betrieb findet, dass wir diese schwarzen Schafe auch rausfinden. Das ist notwendig und das geht, Herr Feldenkirchen, nur in Zusammenarbeit mit den Ländern, die noch leider auch die Kontrollen zum Teil zurückgefahren haben. Nochmal zum Kastenstand. Wollen Sie es nicht doch vielleicht den Stopp dann ein paar Jahre auf 4 Jahre vorziehen? Lieber Herr Feldenkirchen, ich würde es gerne vorziehen. Sie brauchen aber eine Bundesratsentscheidung. Und es gibt im Bundesrat Länder, die sind gegen die Verkürzung jetzt schon gewesen. Warum? Weil sie klar machen, da müssen sie Hunderttausende von Euros investieren. Das heißt ganz klar, Schluss der Tierhaltung. Auf wann würden Sie es denn gern vorstellen, wenn die bösen Bundesländer nicht mitmachen würden? Nochmal, Schluss der Tierhaltung sofort in Deutschland. Und ich glaube, wir müssen uns ein Stück weit ehrlich machen. Wenn wir kein Fleisch mehr essen würden in Deutschland, dann kann man das schnell lösen. Aber wir essen Fleisch, wir importieren Fleisch. Und zwar aus den Ländern, die sich überhaupt keine Gedanken machen, so wie wir über Tierschutz fragen. Aber liegt es jetzt am unreflektierten Verbraucher oder aber doch an den Bundesländern, dass der Kastenstand nicht früher abgeschafft wird? Nein, es liegt daran, dass wir umbauen müssen, dass Ställe umgebaut werden müssen. Und Sie kriegen einen Stall, also bis Sie eine Baugenehmigung, eine Planungsgenehmigung haben, bis Sie das Baugesetz, wir müssen das Baugesetzbuch zum Beispiel ändern, was leider von der SPD gerade im Bundestag blockiert wird. Aber da ist Ihr Verständnis für die Bauern dann offenbar größer als das für die Tiere, die Schweine. Nee, das ist falsch. Weil man kann die Augen sich zuhalten und sagen, wunderbar, ich habe es jetzt verboten und dadurch leidet kein Tier mehr. Nein, dann passiert was anderes. Wir essen hier weiter Fleisch. Und die Tiere werden nicht hier gehalten, sondern im Ausland, genau hier wie mit den Küken. Wenn ich mir da keine Gedanken mache, dass das Tierwohl und die soziale und die ökonomische Frage hier beantwortet werden, werde ich Tierschutzfragen einfach exportieren und die Produkte importieren und damit die alten Tierschutzfragen.
Und wir gehen voran, wir werden das hier zeigen, wir zeigen es bei der Ferkelkastration, wir sind die strengsten. Und wir zeigen es jetzt mit dem größten Stallumbauprogramm für Tierwohlställe, die es je gegeben hat in der Bundesrepublik. Eine Möglichkeit, an der Situation unserer Tiere doch noch was zu ändern, ist auch ein Tierwohl-Label, ein Kennzeichen. Seit dem Jahr 2013 versucht das immer CDU-geführte Landwirtschaftsministerium an einem solchen Label es zu erarbeiten. Bis zum heutigen Tage gibt es das nicht, zumindest kein einheitliches, transparentes und vor allem verpflichtendes staatliches Tierwohl-Label. Warum wurde da so versagt in dieser Zeitspanne, die ich gesagt habe, an deren Ende Sie nun stehen? Also wir sind so weit beim Tierwohl, wie wir noch nie waren in Deutschland, um das ganz klar festzuhalten. Bei dem Label. Um das ganz klar festzuhalten. Ich habe geliefert. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht, genau das, was im Koalitionsvertrag auch steht. Ich schätze, Sie finden das Bio-Siegel gut. Das Bio-Siegel ist eine prima Orientierung für uns Verbraucherinnen und Verbraucher. Kommt das, die Analogie, ich weiß, Sie werden unruhig, Herr Feldenkirchen. Ich mag das, der Journalist hier. Ja, und das ich habe auch viele Fragen. Ja, aber ist gut, aber manchmal hilft ja auch Wissensmehrung. Und das war von den üblichen Schlagworten, die ich immer wieder höre. Spiegel hat ja den Anspruch, auch ein bisschen tiefer zu gehen. Absolut. Und da will ich Sie mitnehmen. Zur Tiefe gehört, dass das Tierwohl-Label der SPD nicht weit genug geht, weil es nicht antworten, verpflichtend, sondern freiwillig ist und viele aus Ihrer Fraktion ehrlich gesagt auch nicht so begeistert sind. Nee, aber es geht da um was ganz anderes. Und Sie sind ein Guter, der recherchieren kann. Dann müssten Sie den nächsten Halbsatz noch sagen. Der Spiegel legt ja auch Wert drauf, dass man Europarecht einhält, glaube ich. Ich meine, Sie würden mich schon ziemlich vorführen, wenn ich dieses zweite Mautdebakel hier abliefern würde. Das wollen wir alle nicht. Das wollen wir nicht. So, aber lassen Sie uns gerade noch mal zum Biosiegel gehen, weil das viele Leute kennen. Das Biosiegel ist ein erfolgreiches Siegel, feiert 20-jähriges Jubiläum. Und das Biosiegel gibt dem Verbraucher den Hinweis, wenn du mehr willst als der gesetzliche Standard, dann greif nach dem Biosiegel. Und so ist es mit dem Tierwohlkennzeichen. Wenn du mehr willst als der gesetzliche Standard, dann greif nach dem Tierwohlkennzeichen. Das Biosiegel ist nicht verpflichtend, kann gar nicht verpflichtend sein. Und das Tierwohlkennzeichen kann auch gar nicht verpflichtend sein. Und jetzt die Europarechtsfrage, Herr Feldenkirchen. Europarechtlich müssen Sie ja, um es verpflichtend einzuführen, also auch für Importware, sonst macht es ja keinen Sinn, brauchen Sie einen europarechtlichen Rahmen. Der ist nicht da und deshalb habe ich auf europäischer Ebene das europäische Tierwohlkennzeichen auch vorangebracht. Und durchs Kabinett, ich habe das Gesetz vorgelegt, es liegt da. Die einen wollen sagen, sie hätten es gern verpflichtet. Es wird nicht mehr kommen, weil es einfach die Mehrheit nicht gibt. An mir liegt es nicht, das sind die Parlamentarier, ich bin kein Parlamentsmitglied, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Als Ministerin ist Ihre Aufgabe schon auch Überzeugungsarbeit zu leisten und nicht nur was auf den Tisch zu legen. Das habe ich getan. Und es folgen zu wenige. Na, das würde ich jetzt. Ich sage Ihnen mal, was wir alles erreicht haben beim Tierwohl. Wir haben das Kükentöten verboten. Wildtiere im Zirkus verbieten wir. Wir haben die Qualzucht bei Hunden verboten und auch die Ausstellung. Wir haben das strengste Gesetz bei der Ferkelkastration. Wir haben das größte Tierstall und Tierwohlstallumbauprogramm, was es je gegeben hat. Wir schauen an den Tierkörpern, ob es Tiermisshandlungen gibt. Ich könnte Ihnen noch eine Reihe nennen, selbst auch noch bei Zoofachgeschäften. Wir sind so weit beim Tierwohl, wie wir noch nie waren. Und dann kommt jetzt das Nächste und das ist das Thema Borchert-Kommission. Ich habe eingesetzt eine Kommission unter der Leitung von Jochen Borchert, wo wir zusammen mit Tierschützern, Tierschutzorganisationen und Tierhaltern den Umbau der Tierhaltung, die ist so weit, wie wir noch nie waren und keine Regierung, die kommt. Die Vorschläge finden auch viele sehr, sehr toll, aber auch da der Kritikpunkt, der Ansatz richtig, umgesetzt bisher wenig. Nein, also Herr Felken, jetzt müssen wir mal ein bisschen seriöser werden. Noch seriöser. Jetzt müssen wir zweimal in die Fakten gehen. Sie können auch nicht alles wissen, aber ich nehme Sie da echt gerne mit. Es gibt einen Bundestagsantrag, der gewünscht hat, dass wir aus der Borchert-Kommission, aus den Vorschlägen, da wurde vorgeschlagen, zum Beispiel ein Soli, wurde vorgeschlagen, Mehrwertsteuererhöhung, eine Tierwohlabgabe. Und dann hat das Parlament, also ich habe eine klare Haltung, wo wir hingehen, auch was wir vorbereitet haben, hat das Parlament einen Antrag verabschiedet. Sie hätten gerne, dass ich eine Folgeabschätzung mache und eine Machbarkeitsstudie. Und die liegen jetzt vor. Also so eine Studie ist ja nicht in einem Monat gemacht. Warum? Weil man europarechtlich einiges klären wollte. Und da gab es einige Fragen. Das heißt, die Borchert-Kommission hat auch Wege der Finanzierung vorgeschlagen, die europarechtlich gar nicht gehen. Insofern war das klug vom Parlament. Das liegt jetzt vor. Ich habe vorgeschlagen über eine Mehrwertsteuer. Also das Fleisch wird teurer werden. Es wird teurer werden. Und ich lege Verträge vor, die der Staat mit dem Tierhalter schließt. Aber es wird nur Zuschüsse für den Umbau von Ställen geben,
wenn man ein höheres Tierschutzniveau auch einhält. Und dieser Umbau ist im Laufen. Dann drücken wir da die Daumen, dass da ein Konsens zusammenkommt. Ich würde vorschlagen, die süßen Küken packe ich jetzt auch mal weg, ohne sie zu schreddern, damit wir die wunderbare rote Box öffnen können mit Gegenständen, die irgendwas mit ihrem Leben zu tun haben. Sie enttäuschen mich nicht. Ich sehe schon die Krone für die Weinkönigin. Die Krone, da haben wir wirklich ein wunderbares Exemplar in echtem Gold. Wollen wir mal schauen, ob es noch steht? Na, das glauben Sie. Haben wir schon mal über Stereotypen bei Frauen gesprochen? Und, Sie wurden zur Weinkönigin gewählt. Nee, aber Sie machen es zum Thema. Ist so wie wenn ich jetzt zu Ihnen sage, Sie Abiturient. Ist auch ein bisschen her schon, gell? Bei mir ist 25 Jahre her. Absolut. Aber ich finde es auch eine Zeit. Ja. Sie hätten auch mein Abi-Zeugnis reinlegen können, hätten auch machen können. Aber Sie trinken ja bekanntlich immer noch gern Wein. Bitte? Sie trinken ja bekanntlich immer noch gern Sie Wein. Sie aber auch, glaube ich, ja. Ja, absolut. Super. Nein, ich komme ja von einem Weingut. Ich habe im Übrigen auch meine Magisterarbeit über die europäische Weinmarktordnung auch geschrieben. Das habe ich gelesen, genau. Hier haben wir ein besonders schönes Exemplar. Das ist aber ein bisschen alt. Was ist das? Ein Gotteslob. Gotteslob, das Gesangsbuch aus der Gesangbuch katholischen Kirche. Und, Bistümer Bozen, Brixen und Lüttich. Mhm. Deutschland, Österreich, das ist aber jetzt schon ein bisschen älter, würde ich Sie mal waren, sagen. Sie waren, 1975. Ja, Sie waren auch mal phasenweise Religionslehrerin für katholische Religion an der Schule. Wie kam es dazu? Ich habe für Gymnasiallehramt, Theologie, Politik und Pädagogik studiert, auch einen Magister noch gemacht und während meines Studiums, weil ich ja auch Geld verdienen musste während des Studiums, bekam ich eine Sondermission damals des Bistums Limburgs und konnte an einer Schule unterrichten nach meiner Zwischenprüfung, Religion. Was haben Sie denen beigebracht? Puh, die einen sagen so, die anderen so wahrscheinlich. Was habe ich denen beigebracht? Ja, Religion, es ging um Verschiedenes, es ging um ethische Fragen auch. Und ich habe sehr eng zusammengearbeitet mit meiner evangelischen Kollegin, bis wir abgemahnt wurden, weil wir haben viel zusammengearbeitet und Unterricht zusammen gemacht, bis wir es dann nicht mehr durften. Aber was sie in Religion natürlich auch lernen, von Historischem, von Moral und Ethik natürlich. Ja. Sie sind auch Mitglied im Zentralkomitee. War ich, jetzt nicht mehr. Nicht mehr? Können Sie verstehen, dass so viele Leute gerade in dieser Zeit ihrer katholischen Kirche den Rücken kehren? Ja, absolut. Kann ich wirklich verstehen. Jetzt hat Kardinal Marx davon gesprochen, die Kirche sei an einem toten Punkt. Die Kirche ist schon lebendig. Also die Kirche ist ja mehr als die Bischöfe in Deutschland. Ich war von Leichnamsgottesdienst bei uns unter freiem Himmel, da habe ich unsere Kirche relativ lebendig erlebt. Aber viele Strukturen, also die Erneuerung der Bischöfe sehe ich schleppend oder gar nicht. Und ich finde einmal der Umgang mit dem Missbrauchsskandal skandalös. Sollte sich da der Kölner Kardinal zurückziehen? Ich blicke zu wenig rein. Also das muss er selber entscheiden. Aber ich finde, der Punkt ist, wenn man so mit angezogener Handbremse zur Aufklärung beiträgt, dann schadet man der Institution Kirche, ist meine feste Überzeugung. Aber was mich auch mehr als irritiert, in der heutigen Zeit zu untersagen, dass homosexuelle Paare gesegnet werden. Also wenn jemand der Segen Gottes wichtig ist, da kann man ja erst mal froh sein. Also bei uns zu Hause wurden Kräuter, Traktoren und alles Mögliche gesegnet. Aber zwei Menschen, die füreinander einstehen und ihnen den Segen zu verwehren, diese Botschaft der katholischen Kirche ist, finde ich, eine fatale. Ich bleibe weiterhin Mitglied. Damit ich das auch kritisieren kann, ich zahle meine Kirchenbeiträge. Und jetzt dürfen Sie mit mir Tischtennis spielen. Ja, schön. Sie haben gerne Tischtennis gespielt? Ja, ich war in der Damenmannschaft. Von welchem Verein? TV Guldenthal, was sonst? Wie gut waren Sie damals als Verein? Damals war ich gut, heute bin ich nicht mehr im Training. Sie haben wahrscheinlich die ganze Woche geübt. Wir müssen den Tisch mal abräumen. Passen Sie auf, Sie haben geübt. Ich das Gotteslob runter, Ihre ja, schöne Ja, die Krone kommt auf die... So, und das Küken kommt noch drauf. So, nehmen Sie mal hier eine Sache in die Hand. Ja. Dann können wir das einmal quer hier aufspannen. Hier bitte runterdrücken. Also. Dann kann man das hier einhaken. Ja, super. Hey, hallo. So, dann richten das noch ein bisschen aus. Ich schieb das mal zu Ihnen ganz hin. Das war ein Witz. Ja, ist doch gut. Ich habe drei Bälle. Kleine Warnung. Ich habe es einmal kurz geprobt. Ja. Früher auch viel gespielt. Ganz vorsichtig nur, weil sonst landet der Ball. Ehrlich? In der wir probieren es. Wir probieren es. Oh, da sehe ich schon. Oh, der ich geschnittene wollte den Schnitt. Die geschnitten. Oh. Ich glaube, das geht Leute, hier. Leute, das geht schauen hier Sie, nicht. Moment. Schauen Sie. Okay, oh. Jetzt ist mein Mikrofon. Das bleibt. So. Jetzt mal eine ganz
ganz zahme. Herrlich. Ganz. Wie haben Sie denn, haben Sie den Aufschlag nochmal? Ich habe es einfach so zu Ihnen mal. Sie haben es so drauf gemacht. Genau. Ach. Ja. Sehr gut, sehr gut. Einmal schaffen wir es noch länger. Waren Sie mehr so der Schmettertyp? Ja. Oder? Sie kennen das, gell, mit diesem Anschneiden. Das kriegen wir hier nicht hin. Also ich muss Ihnen sagen, das überzeugt heute nicht. Ich habe jetzt gerade mein Mikro verloren, kann das sein? Das kann sein. Passen Sie mal auf, Sie hören mich so noch. Einmal mache ich noch. Also ja. Herr Feldenkirchen, ich bin soweit. Nein, das geht nicht dabei. Nein? Oh, und noch ein Netzspieler. Boah, sehr gut. Ein Netzroller. Nein, jetzt gucken wir erstmal, dass wir Ihr Mikrofon wieder ankriegen. Was entweder das Headset das oder das Ich habe hier das glaube ich, abgerissen. Aber ich sehe, Sie Herz haben... Nehmen Sie Handmikro. Sie haben absolut noch... Nee, schon lange, Gefühl. Herr Feldenkirchen. Doch, das konnte man sehen. Wir waren die erste Damenmannschaft damals in Guldenthal bei uns. Erste Damenmannschaft. Die erste. Früher gab es nur Kerle, die das gemacht haben. Dankeschön. Und Sie haben Tischtennis gespielt? Ja, auch. Aber nicht im Verein, sondern nur im Hobbykeller. Das gab es ja früher noch. Nicht mehr so viele wie heute. Lassen Sie uns, wir hatten das bei den Zertifikaten eben schon mal als Thema, über Lebensmittelzertifikate reden. Eine 5-Minuten-Recherche hat Erstaunliches zusammengetragen, was es alles als Lebensmittellabel und Zertifikate gibt. Wir schauen uns das mal an. Also wie gesagt, nur eine kurze 5-Minuten-Recherche, die wir hier jetzt sehen. Genau. Ja. Oh je, Fairtrade. Blickt man kaum durch. Aber jetzt muss man schon sagen, dass hier auch unterschiedliche Bedürfnisse des Labels angesprochen werden. Also dem einen Verbraucher ist wichtig zu wissen, ob allergene Stoffe drin sind. Dem anderen Verbraucher ist wichtig zu wissen, ob der Kakao, den er oder den Kaffee, den er kauft, fair trade, also fair gehandelt worden ist, ob die Kakaobauern ordentlich entlohnt worden sind. Der nächste will wiederum wissen, ist es aus biologischem Anbau? Und dann gibt es das Regionalfenster. Da erfahren Sie dann, ist es hier aus der Region. Also je nach Bedarf sehen Sie das dann und unsere Bedürfnisse sind sehr intensiv und sehr individuell und diversifiziert. Es gibt Verbraucher, die schauen schlichtweg nach dem Vegan-Zeichen. Das ist für sie wichtig. So, und kennen Sie die denn alle? Wofür steht das unten links? Naja, Bauernliebe. Bauernliebe, das ist eine Regionalkennzeichnung. Dann haben wir eine europäische, dann haben wir Goldener Preis. Das ist eine Auszeichnung, das ist eine Prämierung der Deutschen Lebensmittelgesellschaft. Und Nature und Respekt oben, kennen Sie da die Hintergründe? Woher ist Nature und von wem weiß ich jetzt nicht, kann ich Ihnen gar nicht sagen. Demeter kennen wir, Naturland auch, die haben eigene nochmal Ansprüche. Demeter ist nochmal strenger beim Biolandbau, dann ohne Gentechnik. Das speziell, wenn jemand wissen will, ob gentechnische Veränderungen eine Rolle gespielt hat oder nicht. Dann off the sea, da sieht man es schon im Begriff. Dann haben wir zertifizierte Fischerei. Dann geht es hier oben um die Ursprungsbezeichnung, geschützte. Es gibt Regionen innerhalb Europas, das ist ein europäisches. Sie kennen sich halbwegs aus. Sie essen selbst seit dem Kindesalter keine Blutwurst mehr. Warum? Weil ich als Kind bei uns auf dem Hof mal einen Eimer mit Blut rühren musste. Bei uns wurde auch geschlachtet, wir hatten auch Tiere und diese Erfahrung, die ist nicht rational, aber seitdem esse ich keine Blutwurst mehr. Bräuchte es vielleicht mehr Konfrontation der Verbraucherinnen und Verbraucher mit dem Produktionsprozess? Grundsätzlich ja, auf alle Fälle. Denn ganz viele würden am liebsten Fleisch essen von Tieren, die nie geschlachtet worden sind. Und da bin ich bei wenigen Punkten mit Sarah Wiener einig. Aber zu wissen, dass für das, was bei mir auf dem Teller ist, was dafür an Arbeit notwendig ist, aber dass ich auch Respekt davor habe, wenn ein Tier geschlachtet wird, dass ich mir auch nicht nur die schönsten Stücke raussuche. Wenn bei uns früher ein Schwein geschlachtet worden ist, dann wurde aber alle Teile irgendwie, nahezu alle Teile verzehrt das ganze Jahr über. Stichwort Nachhaltigkeit, also auch eingefroren etc. Das macht man heute wahrscheinlich nicht mehr so. Aber es war ein klassischer Bauernhof. Und viele wissen heute gar nicht mehr, wo die Nahrungsmittel herkommen. Und deshalb ist Fleisch heute auch mitunter so billig
Gramschware geworden. Und täglich Fleisch zu essen ist weder gesund noch nachhaltig. Lieber weniger Fleisch, dafür höherwertiger und auch mehr bezahlen dafür, aber dass auch mehr Tierwohl möglich ist. Und zu wissen, wie ein Tier gelebt hat, welcher Aufwand das ist, wenn ein Landwirt wirklich sich 7 Tage die Woche um das Tier kümmert auch. Das gehört mit dazu. Viel zu wenig wissen darüber Bescheid. Der Vorwurf, den Sie, seit Sie Ministerin sind, wahrscheinlich am häufigsten hören, ist der, dass Sie zu nah an der Lobby seien und dann auch noch an der falschen Lobby. Es gibt da Zahlen. Nach einer Anfrage der Grünen aus dem Sommer 2019, wo festgehalten wurde, dass Sie 15 Einzelgespräche mit Lebensmittelkonzernen der Agrar-, Fleisch- und Ernährungswirtschaft hatten. Demgegenüber standen nur 5 von Umweltverbänden und der ökologischen Landwirtschaft. Wie gesagt, in dem Zeitraum bis Sommer 2019. Ist da nicht doch eine kleine Präferenz erkennbar? Lieber Herr Feldenkirchen, ich bin Landwirtschaftsministerin. Wenn ich Sie was Gemeines frage, sagen Sie, lieber Herr Feldenkirchen. Genau, um es nochmal besonders hervorzuheben. Ich bin Landwirtschaftsministerin und wenn ich Umweltministerin wäre, müsste ich die Umweltverbände häufig treffen. Wenn Sie die Umweltministerin fragen, wie häufig sie Landwirte eingeladen hat, sieht es ziemlich mau aus, obwohl sie Sachen regelt, die die Landwirtschaft auch betreffen. Und bei dieser Anfrage, die war ja sehr unterteilt, diese Anfrage. Ich habe mich viel öfter, diesen Teil haben Sie wahrscheinlich jetzt nicht, ich habe mich viel öfter als hier auch angegeben, als auch die Grünen dann kommuniziert haben, mit Umweltverbänden, mit ökologisch Wirtschaftenden getroffen, mit Junglandwirten getroffen, dass ich mich mit Landwirten treffe als Bundeslandwirtschaftsministerin. Es wäre schon ein bisschen komisch, wenn ich das nicht täte, denn ich habe strengere Regeln bei der Düngung verhängt. Und im Übrigen, wenn ich zu nah an der Lobby wäre und mir das diktieren lassen würde, was die gerne hätten, dann glaube ich nicht, dass die seit Monaten demonstrieren würden, wenn ich all das täte, was Bauern wollen. Sie demonstrieren, weil ich ihnen Pflanzenschutzmittel reduziere. Sie demonstrieren, weil ich das Thema Düngung angepackt habe. Sie demonstrieren, weil ich den Kastenstand verbiete und die betäubungslose Ferkelkastration. Sie demonstrieren, weil ich das Kükentöten verbiete. Aber ohne Bauern ist auch kein Land zu machen. Wir wollen alle regional gerne essen und trinken, einkaufen. Aber wir müssen schon noch einen Blick darauf haben, ob die nächste Generation diesen Beruf macht oder nicht. Und dann sollte man schon mit denen reden. Die Organisation Foodwatch verklagt Sie oder möchte, dass Sie all Ihre Lobbykontakte offenlegen. Sie lehnen das ab. Nein, also Foodwatch will meinen Kalender komplett haben. Ja. Jetzt müssen wir schon mal noch richtig einsteigen. Aber das ist natürlich das Ziel dahinter. Das hat Foodwatch zum Beispiel bei der Kanzlerin versucht. Das ist ein klares System, wie man da vorgeht. Und man will einzelne Termine, man will den kompletten Kalender haben. Und es gibt auch ein paar Bewegungsprofile, wo uns auch Sicherheitsleute sagen, das nicht zu tun. Gut. Da ich Sie schon mal da habe, wollen wir auch nicht nur Kritik üben. Ich will auch von Ihnen lernen und würde jetzt mal unseren Sommelier oder Kellner, wie man es nennt, Christian hier rein bitten, der uns hier kleine Tafel zusammengestellt hat. Vielen Dank. Dankeschön. Sie wissen es natürlich, wir haben jetzt mal 2 sehr unterschiedliche Produkte an Wein. Für Sie. Das ist ein edler Wein, heißt es, aus Ihrer Region, der Pfalz. Das ist ein Discounter. Der hat, glaube ich, 1,59 gekostet. Hier, der kostet über 10, schätze ich mal. Erkennen Sie schon beim Anblick als Weinkennerin, welcher von Ihren beiden Gläsern der teure und der billige ist? Nein, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Sind beides Weißweine, würde ich jetzt mal. Wir brauchen leider das Mikro, ja. Nein, ich erkenne an der Farbe nicht den Unterschied. Man könnte vielleicht sagen, wenn das eine ein älterer Jahrgang wäre, würde der jetzt anders. Ich trinke zwar Wein, habe aber ehrlich gesagt keine Ahnung. Woran, ist aber Weißwein, das woran erkennt man einen guten Wein? Dass er Ihnen schmeckt. So diese ganzen Shishi-Sachen bei der Weinverkostung. Dass das können Sie schon machen. Und was ist wichtig? Bringen Sie es mir bei. Was wichtig ist beim Wein? Also erstmal, dass der Wein schon klar ist. Dass er nicht schütteln. Schütteln ist ein bisschen, das ist gerührt und geschüttelt. Das ist nämlich James Bond dann eher. Gut. Also auf dem Tisch, warum macht man das? Damit der Wein mehr mit Sauerstoff in Kontakt kommt und deshalb das Bouquet sich entfalten kann. Ein Stück Eiswein?
Nee, würde ich nicht machen, Eisern. Können Sie einen billigen Sekt machen oder Prosecco. Aber wenn Sie hier nämlich mit diesem Luftkontakt kann er etwas oxidieren und es kann, der Vorteil ist, dass dann die Rebe rauskommt. Ja, dann? Also das ist ein Sauvignon Blanc, würde ich sagen. Das sehen Sie jetzt schon, ja? Nein, nicht sehr, richtig. Schwarze Johannes. Das ist nicht der... Nee, das ist er. Das ist der typische Sauvignon Blanc hier. Oder sind beide die gleichen? Weiß ich jetzt nicht. Aber das ist... Ja, das ist der Sauvignon Blanc. Richtig. Das ist er. Ist markiert, richtig, das ist der gute Wein und nicht der für 1,59. Also allein vom Geruch her, ich kann Ihnen jetzt noch nicht sagen, ob er gut schmeckt. Aber er riecht ganz typisch nach Sauvignon Blanc, das ist eine relativ neue Rebsorte hier in Deutschland. Länder wie Neuseeland und andere haben diese Traube. Und das ist jetzt ein richtiger Renner in Deutschland und riecht absolut nach schwarzer Johannisbeere. Ob er gut schmeckt, probieren wir jetzt. Auch da, ist ein junger Wein. Was mache ich als Laie? Nicht was einfach schlucken. Was muss man machen? Ja. Das heißt, Sie ziehen jetzt wieder etwas Luft rein oder kauen den Wein, weil Sie im Mund ja verschiedene Geschmacksknospen haben. Oh, wo sind die süß, Knospen? Sauer, süß, sauer, salzig. Und Sie schmecken natürlich bei diesem Wein, jetzt heißt er auch noch sauer, das Weingut, Sie schmecken hier sehr die Säure. Hat auch was damit zu tun, dass ein 2020er, ein sehr junger Wein ist. Und die Säure baut sich ja im Laufe der Jahre ab. Ist ein trockener Wein, aber ich finde ihn sehr saftig. Und also er benetzt den Mund voll, ist. Und dann spricht man von Organoleptik. Also Sie haben dann auch also diesen Test und Sie haben die Retronasale. Also das heißt, Sie riechen ja zuerst im Wein, trinken ihn dann. Und dann haben Sie ja die Verbindung zur Nase und das gibt den Gesamteindruck. Und wenn Sie ihn dann runterschlucken und er dann noch bleibt, ist ein toller Wein. Da habe ich was gelernt. Wollen Sie einmal zum Vergleich den Discounter, Tetrapack? Den will man eigentlich nicht trinken. Italienischer Weißwein, lieblich, steht hier. Ja, der ist flach. Der ist flach. Der ist total, der ist flach. Was für den? Ist Preis 1,59 in Ordnung? Ja, ich frage mich nur, wie der Winzer da arbeitet für so einen Preis. Und das ist ja nicht, ist ja mehr als ein Liter, glaube ich sogar. Ja? Also ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Und das kriegen Sie in Deutschland für diesen Preis eigentlich nicht hin mit den Standards, die wir erwarten. Weniger Pflanzenschutzmittel, dann Ertragsregulierung und solche Dinge. Also ja, ich würde ihn jetzt weder kaufen noch trinken. Frau Klöckner, jetzt wo wir beide leicht einen Sitzen haben, hätte ich gerne noch ein paar Satzergänzungen von Ihnen. Ich beginne einen Satz, Sie müssen ihn möglichst sinnvoll vervollständigen. Normalerweise können Sie auch passen, indem Sie einen sehr sauren Drop nehmen. Heute würde ich sagen, wenn Sie einen Satz nicht haben wollen, nehmen Sie den italienischen Weißwein lieblich auf Ex. Und dann brauchen Sie dazu, können Sie da passen. Wir beginnen. Viel, viel besser als der Armin Laschet kann der Markus Söder? Das glaube ich gar nicht machen. Dass der Andi Scheuer wegen der Maut jetzt für alle der Buhmann ist. Tut mir leid für ihn. Die Anhebung des Rentenalters auf 68 Jahre wäre? Erschreckend und verschreckend für die Bürger. Dass mich Annegret Kramp-Karrenbauer im vergangenen Sommer motivieren wollte, als Kandidatin für den CDU-Parteivorsitz auch noch ins Rennen zu gehen? Ist ein Gerücht, das auch der Spiegel geschrieben hat. Gar nichts dran? Ich habe Ihnen keine Frage. Also ist das die nächste? Nein. Das ist einfach eine erstaunte Frage. Also ich finde, Dinge müssen auch vertraulich bleiben können. Dass in den vergangenen Tagen ich selbst einen kritischen Blick auf meinen Lebenslauf geworfen habe? Ich kam dazu überhaupt nicht. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich was ändern müsste. Ein schrittweiser Anstieg des Benzinpreises um 16 Cent pro Liter, finde ich. Eine Nebenschau oder Nebenkriegsschauplatz, wenn es um Klimadiskussionen geht. Wir brauchen stattdessen Technologieoffenheit und mehr Innovation. Dass ich auch der nächsten Regierung als Ministerin angehören werde. Das weiß ich noch nicht. Der Wähler hat es in der Hand, ob die CDU die Regierung wieder stellt und dann werden wir sehen. Wir haben viel über Motivation gesprochen. Sie wären aber noch motiviert. Ich bin grundsätzlich motiviert, weil ich in diesen Wahlkampf gehe, weil ich kandidiere und weil ich Freude daran habe,
mitzugestalten in einer Partei und mich jetzt wirklich auch auf Wahlkampf im guten, im fairen Sinne auch freue. Und da bin ich motiviert. Wenn Sie nicht motiviert sind, brauchen Sie den ganzen Zauber gar nicht zu machen. Frau Klöckner, ich bedanke mich für den Besuch, für den Streit, für die Wein-Empfehlung. Ich werde ab jetzt anders Wein trinken, als ich das bisher gemacht habe. Vielen Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse, dass Sie heute dabei waren. Im nächsten Spitzengespräch ist die Linken-Vorsitzende Janine Wissler zu Gast, einer Partei, wo es in diesen Tagen hoch hergeht. Ich freue mich drauf. Bleiben Sie heiter, so gut es geht. Bis bald. Auf Wiedersehen.